My father, Alex Mason, gave up everything he had. He abandoned me so he could defend his country from people like you. I hated him for that. But now, here I am. With you. So we are the same, David. Shaped by those we have lost. I throw this to the safety's on, dipshit. Hey, old man. Was Raul Menendez here today? Sergeant Woods. Raul Menendez is the leader of Cortes Dia. And the most dangerous terrorist since Osama bin Laden. Fucking waste of time. Guy's a vegetable. Back off! All he said was, mi hermana. That's Spanish for sister, dipshit. You boys better get your shit together. He's gonna attack. If you have information about a threat to national security, you gotta tell us. Turn the camera on. Your old man. He's doing okay in Alaska. Fucking Hudson showed up. Dad, I'm scared. I need help. You're 7 years old, David. Stop acting like a baby. David, wait! Go back to the army, like you did when Mom died.
Lieutenant Colonel North, NSC. You already know Jason Hudson. What are you doing here? Yesterday, Sergeant Woods led a covert team to take out an arms smuggling ring in Angola. This morning, we lost contact. So go get him, CIA. Why are you here? Castro and the Russians are all over Angola. We can't go in. The CIA have buried the mission. Woods and his squad no longer exist. We got whatever you need, Mason. Name it. David can stay with Jenny, like before. She loves having him. He'll be fine. Dad, you said you'd never go back to the army. You promised me. It's Uncle Woods, son. He'd do it for me. Ja, und hiermit willkommen zu Black Ops 2. Und hier sehen wir die erste Neueinführung, das sogenannte Mission Briefing. Und sowas war früher mal Standard in Shooter, mittlerweile eine richtige Seltenheit geworden. Denn hier bekommen wir nicht nur Informationen zu der aktuellen Mission, sondern wir können auch unsere Ausrüstung selbst festlegen. Dann hätten wir hier einmal die Primärwaffe, die Fall drin, die AK-47. Wir können natürlich auch andere Sachen als Assaults mitnehmen, zum Beispiel Shotguns, Light Machine Guns, Sniper, Pistol, Launcher oder eben ganz besondere Sachen wie eine Armbrust, wer sowas braucht. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier die AK mit. So, die Farbe können wir auch festlegen. Dann nehmen wir mal Flora, Camouflage in die Richtung. Dann hier können wir die Zusätze oder Aufsätze wählen. Wir nehmen mal den Zoom. Dann hier unsere Zweitwaffe und hier können wir nicht nur Pistolen mitnehmen, sondern wir können auch wirklich dicke Wummen mitnehmen, wie zum Beispiel eben auch hier RPG-7 oder, das nehmen wir mal mit, eine Submachine Gun, nämlich die MP5. So, dann auch hier wieder ein Zusatz, leider noch alles gesperrt, denn wir spielen natürlich mal wieder blind und wir werden die Sachen nach und nach mit jeder Mission freispielen. Dann hätten wir hier die Granaten oder andere Ausrüstung, auch nur bis jetzt Granaten und Flashbangs. Und hier, sehr interessant, im Singleplayer Perks, denn hier können wir später mal wirklich Hardness oder Quickdraw mitnehmen. Ziemlich cool finde ich, dass wir so Sachen in den Singleplayer mitnehmen dürfen. Bin ich mal gespannt und wir legen jetzt los mit Mission Nummer 1. Ich fand, wo ich war being held prisoner with a spy satellite. One of them. K-8s-9s. This baby, it shits out of film canisters for 12 miles up. Then a C-130 comes by and snags it at about 30,000 feet. This was not the digital age. This film had to be processed, analyzed, and delivered. All by hand. Our dog in the fight. This guy named Jonas Savimbi. You think I'm fucking nuts? This guy. No! I need help over here! Hold on! Mason! Savimbi, you gotta help! Right! Damn it! Sometimes it's too late to save a man. We must move out before we join him in death. The mortifier means the MPLA is ready for attack. If they want a fight, we give them a fight! Move out! Mason, you copy? Go ahead, Hudson! MPLA forces advancing on your position about one click north. Hey, we know! Svimby's leading a countercharge! He's got balls, I'll give him that! What about Woods? Do we have confirmation on his location? They've been moving him from one location to another. We expect Savimbi's men to report back soon. Genial, Jonas Savimbi mit dabei. The motors have stopped. Here they come! Here they come, my brothers! Fight, my brothers! Oh Mann, da kommen sie. Wow, 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 ganz ruhig, Brauner. Mitten hier im Bürgerkrieg von Angola. Und wir holzen jeden weg. Keine Ahnung, auf wen wir feuern sollen. Immerhin sieht hier jeder so ziemlich gleich aus. Einfach mal hier der Karre nach. Und das finde ich wieder richtig cool. Jonas Savimbi mit dabei. Bürgerkrieg von Angola.
Ein historisches Szenario mit historischen Figuren fand schon damals in Black Ops cool. Oh, da kommen sie in Massen. Wir bleiben mal hier in Deckung. Alles klar, mein Freund. Erstmal hier drüben hin. Na, was bekommen wir hier? Mortar, sehr schön. Und jetzt Mortar gegen Mortar, oder können wir die auch so wegholen? Na, ich denke mal schon. Na, komm her. Wow, mit der Machete. Und den nächsten weggesäbelt. Zack. Zack. Wow, 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 wow. Und jetzt holen wir die hier weg. Mit den Mortars. Air Support. So muss das sein. In der ersten Mission kriegen wir hier alles zu sehen. Zack, einer. Und da hinten noch den nächsten. Wow. Da ist die Birne runter. Also an Gewalt wird hier nicht gegeizt. Aber genau so muss ein COD anfangen. Auf jeden Fall wieder ein geiler Start hingelegt. Na komm. Okay, wir bleiben lieber noch ein bisschen hinten. Denn wir müssen hier die Schützen wegholen. Mal sehen, ob wir hier an die rankommen. Na, einen hätten wir. Und hier drüben gleich mal den nächsten. Da sind wir wieder in der Luft. Bam! This heavy armor's still out there. Oh, da kommt die nächste Welle. Batz. Batz. Einer steht noch. Ah, der andere ist noch am Leben. Wow. Machetenfight. Machetenfight. Okay, okay. Ich musste das machen. Ich wollte es, aber ich habe sie nicht getroffen. Na los, Savimbi. Legen wir los. Boah, schaut sie euch an. Jede Menge Klone. Absolute Vielfalt hier. Sie ergreifen die Flucht. Und wir holzen sie weg. Boah, hier dreckig von hinten. My friend from above. You killed many men today, huh? Yes. We all did. Where's Woods? The MBLA is not yet defeated. That's a very dangerous rescue, my friend. Where is he? He's being held captive by a Nicaraguan gunrunner. A very dangerous man. Where? About 2 miles north. He's on a transport barge on the Cupango River. He may already be dead. Let's go, Hudson! I was MIA in Nam. But your old man thought I was dead. After all that shit Kravchenko did to him. The numbers
Reznov ain't stuck in his head. He had no idea it was real. How the fuck could he? Kravchenko, when I sliced that bastard open, saved everyone's ass. But he comes to first. Boom. Welcome to the Hanoi Hilton. 6 months later, they shipped me over to Da Nang. And this fucking place made the Hilton look good. Lost 17 of my group. By 72, it was just me. I was not gonna die in a fucking swamp!